Yeah. You have arrived in Angi space. The Mantis have been threatening the Angi core world, but you should be able to stock your ba-ba-da-ba-da-ba. Gut. Oh, das ist schön. Das sieht schön aus. Ist aber halt nichts mit so Wolken, denn das Gute an Wolken ist, dass man da, dass die Rebellen dadurch langsamer werden. Und ja, the Rebel Fighter here would seem to suggest. Gut. Aber nicht mit uns. Denn wir kacken sie voll. Ah, wie unangenehm. Machen wir halt wieder hier, ne? Wir haben ja die Small Bomb. Small Bomb, dich hauen wir aufs Schild. Ah, halt. Ne, doch. Ja, aufs Schild. Und mit dem Ding. Mal gucken, wie das so geht. Vor allem mal schauen, wie schnell diese Small Bomb abgeschossen wird. Würde mich stark interessieren. Weil sonst wäre das wirklich eine gute Alternative zu Hermes-Ding. Aber anscheinend überhaupt nicht schnell. Oh, das gibt jetzt aber doch keinen Treffer. Bam! Okay, halt. Dann schießen wir hier weiter drauf. Bombe, du hast deinen Dienst getan. Ein Schild ist schon mal komplett zerstört. Warum geht es nicht weiter? Ah, es geht weiter. Da repariert aber schon einer. Das ist das Schlechte. Ja. Da haben sie auf die Fresse bekommen. Ach, wir brauchen die Bombe nochmal. Das dauert mir jetzt zu lang. Dann werden vor allem die Crewmitglieder natürlich dadurch geschwächt. Und wenn die tot sind, können sie nichts mehr reparieren. Somit haben wir dann wie eine verkackte Drohne vor uns. Über eine Artificial Intelligence gesteuert. Das heißt, die wären uns ausgeliefert. Ich bin ja sehr unzufrieden mit dem Kampfverlauf. Die Small Bomb ist nicht so, wie ich mir es erhofft habe, irgendwie. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Rein mit dir, Bämmchen. Bam! Oh, aber doch, das ist gar nicht mal so übel, glaube ich. Es läuft gerade doch ziemlich gut. Denn die sind dann nämlich hart am Reparieren. Und kriegen gleich auf die Nuss. Jetzt sollte eigentlich schon jemand sterben von denen. Der da. Ja. You find a weapon system on their ship. With no crew to stop you, you can also. Ach so, wenn die ganzen Kackstelzen sterben, krieg ich den hier einen Scheiß. Sowas habe ich ja nicht geschafft. Jetzt können wir hier eine Small Bomb verkaufen nächstes Mal. Ich habe nie die Leute einfach so ausgerottet. Weil ich nicht so brutal bin, doch bin ich. Na gut. Kommen wir mal ein bisschen mehr Energie. Energie! Es gibt ein Upgrade, das hätte ich gern, dass die Waffen durchgehend so heizen, ne, am Heizen sind. So. Also, wenn die jetzt aufgeheizt sind und ich fliege in den nächsten Sektor, sind die immer noch aufgeheizt und ich kann direkt ballern. Das wäre optimal. Ja, nee, scheiße. 3? Da habe ich ja gar nicht genug Dinger. Ich muss das ja demnächst mal aufleveln, die Waffen, damit ich... ich will die Hermes und die... die Burstfeuer wieder haben. Was hatte ich denn sonst die ganze Zeit? Hä? Ich raff das gerade nicht. Egal. Okay. Warte mal, was? Irgendwas stimmt gerade generell nicht. Ich verstehe es nicht. Da oben ist nicht mehr das Zeichen. Egal. Fliegen wir erstmal hier raus. Fliegen wir mal dahin, dann so ein bisschen runter und dann halt da hoch oder sowas. Keine Ahnung. You arrived just in time to see an unusually well-armed English ship destroying a small pirate craft. A teleporter signal is detected. Intruder. Oh nein, intruder on the deck. Also Leute wurden, ne? Wurden auf unser Schiff geportet. A young mantis in a chariot uniform has teleported onto the deck. He begs for a sanctuary from the Engi and offers to serve in exchange for your protection. The Engi, oder Engi, ich sag immer Engi jetzt einfach. The Engi have already traced the teleporter signal and are offering a deal in exchange for the prisoner. Ich würde sagen, wir behalten den. Ja, der hat wissen gut. Agree the offer of the... Nee. Side with the... And fight the... Ja, das machen wir jetzt. So. It was a trap! Oh. This fucking... So, ich hasse es, gutmütig zu sein. Jetzt haben die hier zwei Roboter, kurze Lagebesprechung. Zwei Drohnen, meine ich, die ihr Schiff beschützen. Es wird hardcore schwer. Ich muss unser Teleportbämmchen benutzen, auf jeden Fall. Damit zerstöre ich einfach ihr Ding, genau. Und mit dem Laser haue ich hier drauf. Sollte gehen. Ne, das ist ihr Drohnenzentrum. Wenn ich das zerstöre, haben wir gute Chancen, dass die Drohnen ausfallen und ich dann durchballern kann. Und da die nur ein Schild haben. Und anscheinend, ich weiß nicht, ich glaube, das sind beides Laser. Oder das ist so ein Strahl oder sowas. Ja, da ist die eine Drohne schon ausgefallen. das langt jetzt aber auch schon, weil ich sehe jetzt gerade, es ist ein bisschen blöd. Meine ganzen Raketen gehen leer. Und ich brauche das auf jeden Fall später, wenn die Schiffe gleich hohen Schild haben wie ich.
beziehungsweise, ja, ein Dreier-Schild haben, komme ich mit meinen drei Schüsschen hier nicht durch. Von daher... Ja, okay. Bam, bam, bam. Jetzt sind sie hin. Schade, ich hätte so gerne ein Crewmitglied gehabt, verdammt nochmal. Aber wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich wäre dieser Bounty-Exchange da ja auch genau so die gleiche Falle gewesen. So, das Schiff ist explodiert und wir haben einiges einstecken können. Ja, okay. Alle sind noch am Leben, das ist das Schönste. Es ist immer kacke, wenn man dann wirklich die Leute so schnell verliert. Jetzt level ich mal das Waffensystem um 1 auf, das wollte ich ja eh schon die ganze Zeit machen. Oder soll ich... Nee, das Waffensystem, so. Okay. Jumpen wir mal in den nächsten Bereich. Ich würde sagen, so, wenn das die Rebellen zulassen. Schauen wir mal. Ich finde das Spiel auf jeden Fall richtig geil, mal so als Zwischenresümee. Ja, es ist geil. An advanced rebel automated ship remains stationed near a small Pimmel station. Gut, greifen wir mal dieses Ding an. Es ist natürlich wieder unsichtbar. Es ist eine große Schweinerei. Aber da scheißen wir drauf. So, und schon ist es auch nicht mehr unsichtbar. Und es hat auch kein Schild. Herrlich eigentlich. Oh, jetzt hat es aber unser ein Schild ausgeschaltet. Das Ding schießt dreimal und trifft uns nicht. Ich fasse es nicht. Doch, es hat uns getroffen. Der Engine ist jetzt erstmal am unwichtigsten. Das Ding chargt trotzdem weiter. Die Waffen sind schon zum größten Teil ausgeschaltet, oder? Nein. Okay. Na, Alice bleibt mal da. Nein, jeder bleibt hier. Jeder bleibt auf seinem Posten. Wofür haben wir denn unsere Sicherheitstüren? Das ist wirklich cool, wie das so, ne? Es ist nichts Großes, Kompliziertes, aber es ist geil einfach, dass man diese Möglichkeit hat. So. Achso, oh nee, ich dachte, ich wollte gerade annehmen, dass die Waffen schon längst zerstört sind. Aber nein. Jetzt sind sie hin. Und jetzt hau ich halt... Nee, hauen wir mal hier drauf, falls sie abhauen wollen. Der Kollege geht direkt wieder zurück. Und alles ist eigentlich soweit in Ordnung. Jetzt sollten sie eigentlich down sein. Bam, bam, bam. Zack, zack, zack. Jawohl. Und da haben wir wieder ein bisschen Schotter. Jawohl, 29. Eine sehr schöne Zahl. The station was either among an astral clean. It seems to have lain unused for quite some time. You find nothing useful. Just a dildo. Ah, down is in store. Bringt uns gerade nicht viel. Dann, ich würde sagen, machen wir so und dann den schnellsten Weg aber nach oben. Hoffen wir mal, dass wir hier in dem Sektor was finden. Shit. Ah, guck mal. Was haben wir jetzt da gefunden? Oh my god, this is so amazing. These missiles are designed to cause maximum destruction to ship. Das ist geil. Hermes, du alter Bibi. Geh mal weg. Oh, was habe ich getan? Ich hab's echt drauf. Super cool. Super cool. Aber ist es eine? Eine. One, 4 damage. All shield. Okay, also geht überall durch. High breach chains. Sehr, sehr gut. Das ist so gut. Geh mal zum Store jetzt hier. Oder ich frag mich. Nee, doch, wir gehen jetzt noch kurz hier hin und dann halt. Oh, hoffentlich kommen wir dann ganz rechts zum Store. Ich will nicht, dass es jetzt so schnell zu Ende geht. Jawohl, guck mal, direkt noch 14 geschenkt und ab zum Store, sage ich dann nur. Vielleicht können wir jetzt irgendwie was Cooles kaufen hier. Nein, also ich erkläre es mal ganz kurz. Drohnen-Control, klar, ne? Drohnen-Control, da können wir ja dann Drohnen besitzen. Mit dem Crew-Teleporter können wir unsere Crew rüber auf das feindliche Schiff teleportieren und dort angreifen. Bringt uns aber nur was, wenn wir wirklich starke Besatzung haben. Das sind diese fetten, keine Ahnung, brauchen wir starke Besatzung? Diese hier, glaube ich. Oder steht da nicht irgendwo das Live? Manche von denen haben nämlich 150 Live anstatt 100 und das ist nicht schlecht. Und Cloaking ist, wie der Name schon sagt und wie dieses Bildchen schon andeutet, wie ein Tarnmantel. Man versteckt sich halt. Unsichtbarkeit, haben wir vorhin ja schon gesehen. Wir werden den Ding hier nutzen, um so weit aufzurüsten, bis wir uns... Achso, ne, doch, so. Ich würde den schon gern kaufen, den Kerl. Es gibt aber Events, wo einfach einer stirbt, das wäre sehr schade. Scheißegal, ich kaufe den, bumm. Und den dritten, fünften im Bunde, der praktisch sich an keine Dinge mehr setzen kann, den sauge ich immer hoch zum O2-Tank. Weil wenn da irgendwie reingeballert wird, das ist sehr ärgerlich. Warum schafft ein Killer nur, wenn jemand im Raum ist? Ja, ich bin gerade am Arbeiten, na, erstmal einen Keulen. Na, ich schaff gerade erstmal einen Keulen. Naja, Killer, du bist ein alter Schlawiner. Wahrscheinlich muss ich erstmal was anmachen. Ja, okay, ich muss was anmachen, okay.
Oh, was ist da los? Warum ist das gelb?